Also für die Gemeinde von Dotz ist es wichtig und richtig, dass wir unseren Profi-, Nachwuchs- und Freizeitsportlern eine optimale Situation zur Verfügung stellen, dass sie shooten können. Und da bietet sich natürlich das tolle Stadion perfekt an. Das Stadion ist ja nicht nur für den FC von Dotz Thema, sondern auch für die Liechtensteiner Nationalmannschaft und für die ganzen U-Mannschaften. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir hier eine tolle Infrastruktur haben, wo man diesen Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung stellen kann. Ich habe einen ersten Schritt auf den neuen Rasen gemacht und es fühlt sich toll an. Und ich bin dankbar und auch froh, dass wir in diesem engen Zeitfenster, wo wir die Bauzeit hatten, das so toll hergebracht haben. Und da an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Anwohnerinnen und Anwohner für das Verständnis, das sie uns entgegengebracht haben, dass wir in dieser kurzen Zeit so viel Bauleistung machen müssen und dass wir da dazu auch zum Teil spät in die Nacht gearbeitet haben, respektive auch Samstag Arbeit in Kauf nehmen müssen. Also ich habe irgendwo zwei Lieblingsplätze. Zum einen hocke ich sehr gerne auf der Haupttribüne, wo man das Spiel sehr gut überall sieht und ein Gefühl hat, wie gespielt wird. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr gerne hinter dem Goal, auf der Nordtribüne, dass ich dort einmal das Spiel wieder als alter Goalie aus der Perspektive eines Goalie anschauen kann. Ich wünsche dem FC von Dotz, dass sie bei jedem Spiel, wo sie da sind, sicher 3 Punkte einfahren. Aber auch, dass unsere Spieler und alle Spieler, die hier auf dem Feld sind, gesund vom Platz gehen. Ich fühle mich sehr gut auf diesem Rasen. Das merkt man schon, wenn man auf dem Rasen steht. Und ich bin überzeugt von der guten Qualität, die die Unternehmer geleistet haben. In allen Belangen. Natürlich auch mit dem notwendigen Qualitätsmanagement, das wir hatten, Bausitz, dass wir eine optimale Anlage bekommen. Das Spezielle von der Baustelle ist sicher die Stellung von der neuen Bewässerungsanlage für den Platz selber. Dann die Verlegung von der Rasenheizung, Elektrorasenheizung, wo wir im Prinzip noch zusätzlich eine Photovoltaikanlage gestellt haben auf dem Dach und wir vom Energieverbrauch ca. 60% abdecken, wo wir heizen. Dann am Schluss natürlich der Einbau vom Fertigrasen, der von Holland gekommen ist. Ja, ich bedanke mich beim FC von Dotz für die sehr gute Zusammenarbeit, speziell mit dem Patrick Burgmeier. In allen Phasen, die wir hatten, Planungsphase und Realisierungsphase, der FC von Dotz war ein wichtiger Ansprechpartner und Auskunftspartner. Ich wünsche dem FC von Dotz viel Erfolg für die Zukunft auf diesem neuen Rasen, der eine hohe Qualität hat, viele Punkte und einen Wiederaufstieg in die Superliga. Ich glaube, jedem geht das Herz auf, wo mit Fußball zu tun hat, wenn er auf so einem Fußballplatz spielen darf. Und ich glaube, es ist auch für uns ein Aushängeschild gegen aussen, wenn man sieht, was für einen tollen Platz wir jetzt hier im Rieperk-Stadion haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier um Punkte kämpfen können. Ja, bei uns ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut. Also wir sind dort sehr konstruktiv. Wir sind auch von Anfang an mit dem Projekt involviert gewesen und haben uns dürfen einbringen, unsere Ideen, unsere Wünsche. Und von dem her muss ich sagen, haben wir dort einen sehr engen Austausch gehabt. Und auch ein herzliches Dankeschön natürlich an die Gemeinde für die grosszügige Unterstützung, die für uns enorm wichtig ist. Ja, neben dem Platz haben wir natürlich auch um den Platz herum Sachen erneuert, wie man sehen kann. Ein wesentlicher neuer Punkt wird unsere LED-Bande sein, die wir ab der neuen Saison im Stadion haben, also für die Fans. Es wird, das Stadionerlebnis wird aufgewertet auf, für die Spieler auf dem Platz. Es gibt mehr Emotionen, wir freuen uns sehr. Und natürlich unsere neue Spielerbank, wo wir sehr stolz sind, die wirklich super daherkommt. Und ich hoffe zwar nicht, dass die Spieler gerne den Platz nehmen, aber die dort Platz nehmen wollen, haben sicher einen besseren Platz als vorher. Der FC von Dotz ist sehr stolz auf das erneuerte Rieperk-Stadion und wir freuen uns extrem darauf, mit den Leuten von hier, von der Region und mit unserer Mannschaft zusammen das Rieperk-Stadion zu einer Hammacht zu entwickeln.